Alles, was ich komponiere, muss 100% Porsche sein. Ob laut oder ruhig, ich will, dass jedes Detail stimmt. Also ich bin mit Autos aufgewachsen. Ich bin seit ich ein kleines Kind bin in der Werkstatt und ich könnte mir ein Leben ohne diese Leidenschaft gar nicht mehr vorstellen. Im Studio rattert es in meinem Kopf und aus jeder Session will ich das Beste rausholen. Mein Papa ist gelernter Automech und das hat abgefärbt. Ich habe schon als kleines Mädchen lieber mit Autos als mit Barbies gespielt. Und richtig stolz bin ich, wenn ich es schaffe, meinen Song, alle Instrumente und meine Stimme perfekt aufeinander abzustimmen. Das ist so ein geiles Gefühl, wie wenn man mit einem supergeilen Auto über den Asphalt brettert ist. Seit ich 14 bin und mein erstes Auto gekauft habe, gehen die Autos mir nicht mehr aus dem Kopf. Es ist für mich wie eine Erholung, wenn ich einen Abend lang an einem Auto schrauben kann. Ciao Boschi, wie geht's? Hey, hoi, wunderbar, danke. Ich bin gerade im Studio am neuen Album am Komponieren und brauche jetzt mal schnell einen Break. Du glaubst nicht, wer ich heute treffe und was ich vorhabe. Was machst du denn? Hey, ich treffe jetzt 3 Autofreaks, aber wirklich wie im Buche. 3 Benzinfreaks. Ich mit meinem neuen Ford Mustang mache EGT 100% elektrisch unterwegs. Und ich mische die jetzt auf und muss jetzt auch schon gleich abhängen, weil ich gerade dort bin. Ich erzähle dir dann, wie es war. Tschüss! Ja, gern. Also bis dann. Tschüss. So. Salut. Was ist das? Need for Speed, Fast and the Furious. Ciao, hoi. Ciao, freut mich. Ciao. Hey, schön, dass ihr gekommen seid. Ist das neue Mustang mach ich? Mach ich GT. Voll elektrisch. Geht ab wie ein junges Pony. Kann man ja von euch nachher nicht, sagen. Aber easy, wir wollen gar nicht lange draußen stehen, sondern wir steigen ein und machen eine kleine Spritztour. Und dann schauen wir, wie der Toaster läuft. Hey, das mit dem Toaster nimmt sofort zurück. Die Lackierung ist schon geil, oder? Ja, die Farbe ist schön. Ja. Auch mit dem schwarzen Panoramadach. Schnittig, oder? Optisch ist er schön, ja. Ansprechend. Über Technik lässt sich jetzt noch diskutieren, aber optisch hat einen guten ersten Eindruck gemacht. Es ist ein riesen Tablet. Kannst du überhaupt noch auf die Strasse konzentrieren mit so einem riesen Tablet? Nein. Was mir vor allem gefällt, sind die Felgen. Ich finde, für das, dass es Serienfelgen sind, sehen sie mega gut aus. Ja, es sieht schon besser aus, so ein bisschen sportlicher, schöne Felgen drauf. Aber weißt du, was lustig ist? Ich habe meine Karriere sozusagen vor etwa 20 Jahren angefangen mit Musik und war im Studio für mein allererstes Album. Und das Studio war irgendwie in der Nähe von einer Ford Garage in Basel. Mhm. Und dort hatte es so Mustangs. Und ich bin immer da durchgefahren und gesagt, irgendeinmal kaufe ich mir einen Mustang. Mhm. Und ja, 20 Jahre später findet man sich immer einen Mustang wieder. Ja, das finde ich irgendwie noch witzig. Mhm. Ja, du hast zwar ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen mit dem Mach-E-GT, aber... Nein, aber ich muss wirklich sagen, ich hatte natürlich schon am Anfang ein bisschen Schiss gehabt mit dem Elektrischen, ganz ehrlich. Aber ich muss wirklich sagen, das Netz in der Schweiz ist wirklich mega ausgebaut. Also die Ladesäulen sind in dem ganzen Land verteilt. Ich glaube, es gibt so viele Ladesäulen, wie es Tankstellen gibt. Ja, aber 45 Minuten an dieser Ladestation, das vergeht mir viel zu lang. Ich meine, eine volle Ladung hat 490 km Reichweite. Du hast aber auch die Möglichkeit, mit so einer superfast irgendwie Ladestation innerhalb von 10 Minuten schnell 100 km Reichweite zu gewinnen. Aber wenn ich mit dem Verbrenner tanke, bin ich in 3 Minuten bin ich wieder weg von dieser Tankstelle. Ja, aber was zahlst du für einen vollen Tank bei diesen Benzinpreisen momentan? Ja klar, Benzin ist teurer. Ja, und wie machst du das jetzt? Wenn du musst irgendwie auf Italien runterfahren oder so. Du musst jedes Mal musst das zuerst einplanen und alles, dass du überhaupt weißt, wo du kannst nachher tanken. Ja, das würde mich sehr anschiessen. Du musst die ganze deine Route planen. Es gibt ja heutzutage für alles eine App. Also gibt es auch eine App für das wunderbare Auto, nämlich die Ford Pass App. Da kannst du die Route ganz genau planen. Du siehst, wo du die Ladestationen hast. Und jetzt muss ich noch mal eine App abladen für alles. Man braucht heutzutage einfach eine App. Du hast Tinder, du hast TikTok, du hast Instagram. Jetzt hast du halt noch Ford Pass App. Ja, wow.
und es ist eine Beschleunigung. Ja, was bringt denn das Ding Beschleunigung? Bei dem bist du in 3,8 Sekunden von 0 auf 100. Also 3,8 Sekunden, muss ich ehrlich sein, jetzt hat er schon einen Pluspunkt zu meinem Toaster daheim. Mein Toaster kriegt nämlich das Brot nicht so schnell heiß. Ja gut, weißt, ich finde, er fährt ja, er zieht schon, aber du hörst einfach nichts. Und das würde mir voll keinen Spass machen. Also die Frauen wären nicht beeindruckt, Boschi. Kein Kommentar. Aussteigen. Wer würde gerne mal den Ford Mustang selber fahren und mal spüren, was für eine Power in diesem Auto steckt? Hey, wieso nicht, ja? Also, das ist Steuerrad. Oh, okay. Steuerrad bitte in beide Hände. Fährst du nicht in den nächsten Baum rein, gell? Ich schnall mich besser an. Hey Nina, schnall dich an, Mann. Okay, mein Freund, jetzt zeig mal, was in dem Auto steckt. Ui! Geht schon ab, oder? Ja, läuft schon nicht schlecht. Lukas, deine ersten paar Kilometer mit dem Ford Mustang mache ich. Ja, es ist wirklich nicht schlecht. Ich hätte weniger erwartet, dass er so beschleunigt. Komm, jetzt lass dich auch noch überzeugen. Also ich glaube, für den Alltag wäre so etwas völlig vorstellbar. Sicher besser als Lauf. Für das, was ich gerne habe an einem Auto, um es zu spüren und zum Fahren damit, wäre es nicht das Richtige. Weil es fehlt irgendwelche Emotionen, die auch wenn ich Gas gebe, nicht vorkommen. Aber es geht vorwärts und es geht richtig schnell vorwärts. Danke für die ehrlichen Worte. Ja, okay, schön. Aber ich glaube, es wäre wieder an der Zeit, dass ich das Ruder übernehme. Das ist gut, ich fahre schnell rechts an. Ja. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Hast du nicht das Gefühl, du kannst alle beeindrucken hier? Du musst jetzt schauen. Es sind recht viele Leute. He? Mhm. Siehst du, sie schauen schon. Sie schauen schon. Sie schauen doch jedes Auto an. Nein, schau, der hebt einen Daumen auf. Ja. Was das ist? Das ist ein Ford Mustang Mach-E GT, ja. 100% elektrisch. Jetzt musst du schon zeigen, was das Teil auf der Rennstrecke drückt. Ja.